ihr so schön aussehen auf der Bühne. Heute Abend hatten wir, oder hatten wir das Vergnügen, ich finde, Chris hat das sehr, sehr gut gemacht. Am Licht der Chris! Ja, und auch nochmal einen ganz großen Dank an den Verfolger, der ist kurzfristig eingesprungen, weil Frau Mary Muffin ein Lied machen wollte. Und so müssen wir dann halt auch mal schauen, ob wir ein paar Leute von der Straße bekommen, die auch bei diesem Verfolger. Nein, das war wieder Bode, ich weiß. Nein, natürlich nicht von der Straße, sondern auch jemand, der regelmäßig da ist. Der Sven, ein Applaus bitte. Die Maske, die war zuständig heute für alle, die Cassandra, nee, alle waren es für sich selber. Ich bin noch nicht blond und schminke gerade auf. Nein, alle waren wir dafür verantwortlich. Ja, und hier vorne habt ihr wahrscheinlich immer so einen kleinen blauen Rahmen gesehen. Das heißt, wahrscheinlich wurde ich dann nur aufgenommen. Nein, an der Kamera, der jede Woche uns diese Chance aufnimmt. Ein Applaus an Kai, bitte! Applaus auch für den Mann, der uns hier immer die Ständer rauf und runter holt und andere Requisite. Unser Sven! Jens! Jens! Oh, Nana Muscuri ist da! Entschuldige bitte! Jens! Wo ist diese dicke Hornbrille? Da kann ich das besser lesen. Ja, und die Getränke heute Abend für euch, verantwortlich für die Getränke war heute Abend der Manuel! Ja, und dieses große Ding da hinten im Loch, der jetzt die nächsten 500 Jobs auch noch dran kleben bleiben wird. Und ich bin auch froh, dass er das ist. Unser guter Herr Stahl! Ja, und nun zu den Kunstwerken auf der Bühne heute Abend. Da fange ich einfach mal an mit der Person, die jetzt genau ein Jahr und 5 Tage bei uns im Hause ist und hoffe, dass es noch weitere Jahre werden. Und du bist zu früh, Schatz, zurück. So, und ich hoffe, dass sie auch nächste Woche dabei sein wird. Unsere eure Lili Put! Heute in 2 verschiedenen Versionen auf der Bühne, einmal als Leonie Lickett und jetzt zum Schluss, was ich super toll fand, das liegt zum Schluss, das passt richtig zum Abschluss, unsere Leonie Lickett, alias Mark Haven! Und wir bleiben beim Live-Gesang und ich hoffe auch, dass du demnächst öfter mal bei uns vorbeikommst, ich würde mich freuen, dass du sicher auch. Er war eine Bereicherung der 80er Jahre. Unser JT! Und jetzt zu dieser Dame, die sich verweigert hat, diesen Verfolger in Anspruch zu nehmen, weil sie wahrscheinlich gedacht hat, sie trifft Cassandra nicht mit dem Licht. Aber sie hat jeden Ton hier getroffen. Unsere Miss Mary Muffin! Nächste Woche hat die Licht. So, dann haben wir hier noch, ja, die war eine große Bereicherung für mich und auch für Lilliput in unserem Bananarama-Song. Und sie ist auch jemand, der auch regelmäßig kommt. Und ich bin auch froh, dass sie öfter bei uns ist, weil sie ist auch eine Bereicherung. Du bist auch zu früh, Schatz. Bettina Busenberg!